So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Die Mama ist auch wieder am Start, die steht in der Ecke, ne? Die möchte ich nämlich auch mal probieren lassen, denn wir haben hier aus, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, ach, das war bei Pupsis UK, Großbritannien, England Paket dabei, Bare. Kennt ihr schon Bar, Bar Cola, Bar Bubblegum und Bar Ice Cream Soda? Ich weiß nicht genau, was da auf mich zukommt, deswegen möchte ich das mal mit euch probieren, mit euch testen, beziehungsweise mit der Mom, der hat ja auch ein Gläschen mitgebracht, steht auch hier drauf. Great Taste, 49 Pence, Bar Cola since 1875, ja auch nochmal Bar Bubblegum, ne? Richtig guter Name und natürlich Bar Ice Cream Soda steht da. Ach so, American Ice Cream Soda. Und ich glaube, es ist am besten, wenn ich hier filme, dass ich das eben mit der alten Kamera mache. Da sieht das nämlich am besten aus. Und wir starten auch direkt gleich mit der Bar Cola. Was wird die Bar Cola so besonders machen, außer dass sie nach Kneipe riecht? Nein, keine Ahnung. Wir riechen trotzdem mal. Riecht wie eine gewöhnliche Cola. Wir haben wieder das Probierglas von der Mama. Das machen wir jetzt wieder schön voll. Hier mit Schaum bei. Bitteschön. Nimm mal einen Hieb. Ich nehme mal hier einen Hieb. Und dann vergleichen wir mal, wie es schmeckt. Bist ja so Cola-Trinker, Gelernter, also. Das Gegenteil. Ich merke auf jeden Fall jetzt schon wieder eine Tonne Schaum. Ja. Und schmeckt's nach Cola? Ja, nach Cola schmeckt schon, aber das ist, für mich schmeckt es wieder wie Arznei. Eigentlich schmeckt alles nach Cola, was einfach nur komplett süß ist. Ja, süß und arzneimäßig für mich. Also die gute Arzneibar Cola, ne? Wer kennt sie nicht? Kann man sicherlich mal trinken, wenn man nichts anderes zur Hand hat. Ansonsten, was ist eure Lieblings-Cola-Sorte? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin trotzdem gespannt auf... Ach so, steht das hier auch? Gleich fällt es runter. Ich bin trotzdem mal gespannt auf Bubblegum. Denn hier steht auch nochmal Full on Flavor, no Sugar. Also kein Zucker, kein Geschmack. Eigentlich voller Geschmack ohne Zucker, aber meiner Meinung nach alles, wo der Zucker weg ist, schmeckt einfach nur künstlich und babbig. Riecht auf jeden Fall sehr süßlich nach Bubblegum, aber schmeckt es auch so. Das hat eine schöne blaue Note. Ne? Guckt, wie das aussieht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Sieht aus wie das Gletscherwasser, was ich letztens hatte, obwohl ich das Gletscherwasser auch besser in Erinnerung hatte. Dann probieren wir mal Bubblegum und gucken mal, ob das jetzt besser ist. Trotzdem voll süß. Ja, nur weil kein Zucker dran ist, heißt also nicht, dass es nicht süß ist. Dafür packen sie ja dann Süßstoff dran oder Chemie. Finde ich aber geschmacklich besser als die Cola, weil die Cola dann wirklich so abwirkt im Nachgeschmack. Das ist einfach sehr präsent, auch ohne Zucker. Und ja, so zwischendurch als Erfrischungsgetränk einfach mal was Besonderes gönnen. Kann man das schon trinken, sage ich mal. Ich würde jetzt nicht den ganzen Tag nur das trinken, dann klebt sich der ganze Magen zusammen. Aber trotzdem, Bar Bubblegum auf jeden Fall sehr interessant. Du bist soweit. Ja. Außer süß, hast du nichts zu sagen. Nee, müsste vielleicht ein Kälter noch sein. Ein bisschen kälter, ja. Man kann ja nicht alles haben. Dann bin ich mal gespannt, was der Bar American Cream Soda... Soda, Wasser, Creme? Creme. Cremewasser? Also so Seifenwasser, ja, das heißt bestimmt, übersetzt, amerikanisches Seifenwasser. Mach mal auch mal auf. Hier fliegen die Staubfusseln durch die Gegend. Bin ich mal gespannt, was das für eine Farbe hat und wie das überhaupt riecht. Das ist keine Staubfussel. Das sind lauter Adi-Haare dran gewesen hier. Die da drüben, ja, hier waren jetzt Adi-Haare. Das riecht ja wie irgendwas aus der Backstube, ne? Füllen wir auch mal ein, gucken wir uns mal an. Das ist auf jeden Fall schön klar. Es ist ja auch Wasser, ne? Guckt hier, sieht aus wie Wodka jetzt.
Riech mal und sag mal, nach was das riecht. Wie ein Gewürz bei einem Gebäck, irgendwas, Zeug, Muffin. So. Oder Muffin. Riecht nach Muffin. Okay, dann Prost auf das amerikanische Seifenwasser. Auch wieder voll an Geschmack, ohne Zucker. Finde ich als Getränk eigentlich eher ungeeignet. Wäre jetzt was, wenn ich diesen Geschmack einmal habe, würde ich denken, okay. Aber das zum Trinken, so weiß ich nicht. Das fühlt sich irgendwie falsch an, als wäre das nicht zum Trinken gemacht. Wie wenn ihr irgendetwas, was kann man denn, irgendeinen Geschmack, den ihr mal hattet, aber den in ein Getränk zu füllen, das geht gar nicht. Und so kommt das mir bei dem vor. Ich weiß immer noch nicht genau, was das ist. Kann man mal probieren, okay, aber direkt zum Trinken. Nur aus Spaß, ansonsten. Es ist, schmeckt viel zu süß und viel zu. Es schmeckt sehr unscheinbar, aber trotzdem richtig süß. Süß, aber wie? Oh. Also wenn ihr unbedingt was Süßes haben wollt, mit einer coolen Farbe, was auch cool klingt, dann nehmt Bubble Gum und dann seid ihr auf der richtigen Seite. Da ist wenigstens noch kein Seifenwasser drin, beziehungsweise merkt man es nicht mehr. Und ohne Zucker, ne, das ist auf jeden Fall das Beste, das ist das Gesündeste. Da kann ich dir gleich nochmal einschenken. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr schon mal Bar gelesen? Wart ihr schon mal in England, in London, irgendwo im Urlaub, sonst was? Habt das schon mal getestet? Bar. Schreibt es mal in die Kommentare und gibt es vielleicht noch andere Sorten, die wir jetzt hier nicht haben. Bar Bubble Gum ist also der Sieger. Los, mach auch mal. Noch ein bisschen. Ja, das muss raus, sonst kriegt man wieder Bauchschmerzen. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.